Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Es ist soweit, der Patch, der Dezember-Patch ist endlich für Xbox One und PlayStation 4 online. Ich möchte euch in diesem Video kurz visuell zeigen, was sich nun wirklich alles noch geändert hat, beziehungsweise was man alles visuell im Spiel zeigen kann. Sämtliche Patch-Notes habe ich im gestrigen Video gezeigt. Wer das nicht gesehen hat, es lohnt sich, das anzusehen und es lohnt sich vor allem, es komplett zu sehen. Ich weiß, dass viele so nach 4-5 Minuten meistens so ein Video wegschalten. Ich hebe mir manche Informationen gerne auch mal bis kurz vor Schluss auf und haue die geilsten Informationen nicht gleich am Anfang raus. Das nur mal nebenbei bemerkt. Ich springe jetzt mal ins Spiel und zeige euch zumindest schon mal die Waffencharms und was sich eventuell noch alles optisch geändert hat. Ich habe noch nicht reingesehen. Bevor es richtig losgeht, hier noch die Information an alle. Ihr bekommt einen kostenlosen Pathfinder Skin im Star Wars Look anlässlich des neuen EA-Titels Star Wars Jedi Fallen Order. Da gibt es diesen Skin. Ich habe den letzten Star Wars Teil zwar nicht gesehen, deswegen kann ich das hier nicht ganz zuordnen. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr stark aus. Ich zeige euch das mal kurz noch in den Loadouts, dann kann man das ein bisschen besser zeigen. Es ist nur ein seltener Skin. Ich finde ihn aber sehr, sehr dezent und auch gut gelungen. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann diesen Skin nicht mehr sehen. Hat so ziemlich jeder Pathfinder, auf den man stößt, diesen Skin an und irgendwie ist er doch, naja, ich finde ihn halt nicht mehr so geil. Wie auch immer. So, was kann ich euch nachträglich natürlich noch zeigen? Ihr seht natürlich jetzt hier Level 101, dass es tatsächlich so ist, dass ihr nicht in einem theoretischen Hintergrundlevel von 2, 3, 4, 500 startet. Wenn ihr das vielleicht schon erreicht habt, dann habt ihr die 14 Packs obendrauf gerechnet bekommen. Ich war vorher bei 98, jetzt bin ich bei 112 und jeder, der diese schöne Zahl sieht, der kann sich jetzt vielleicht auch denken, oh, da gibt es vielleicht ein XXL Pack Opening. Das ist richtig, das werde ich in den nächsten Tagen auch noch raushauen. Für alle, die ein bisschen Geduld haben, ich möchte eventuell heute Abend noch ein zusätzliches Video bringen. Es gibt nämlich auf der Firing Range ein Easter Egg, was Wochen gedauert hat, bis es gelöst wurde. Es scheint gestern Abend gelöst worden zu sein. Es lohnt sich, das Video heute Abend zu sehen. Es ist ein richtig cooles Easter Egg und vor allen Dingen kann man da noch ein bisschen seine Skills mit dem Aim trainieren. Genaueres aber heute Nachmittag bzw. heute Abend. Also schaltet da auf jeden Fall ein. Es lohnt sich. Jetzt möchte ich euch noch schnell die Charms zeigen, die ich gestern nicht zeigen konnte. Und ich möchte nebenbei noch bemerken, unter den ganzen Charms befinden sich auch welche, die aktuell nur aus dem Titanfall-Universum bekannt sind, die man quasi jetzt in Apex noch nicht zuordnen kann. Deswegen möchte ich zusätzlich noch sagen, für alle, die das PlayStation Plus die PlayStation Plus Mitgliedschaft haben oder allgemein auf PS4 spielen. Titanfall 2 ist aktuell den ganzen Dezember kostenlos als Vollversion runterzuladen. Für alle, die es nicht wissen, alles, was mit Apex zu tun hat, stammt aus dem Titanfall-Universum. So könnt ihr vielleicht die ein oder andere zukünftige Apex Legends-Waffe in Titanfall schon mal testen. Wie zum Beispiel die KSMG, die demnächst ins Spiel finden wird, werde ich vielleicht noch ein Video drüber machen. Also es lohnt sich, ladet euch das Spiel kostenlos runter, ihr bezahlt ja sowieso nichts und habt es dann für immer in eurem Inventar. Als allerersten Waffencharm möchte ich euch natürlich Levelstufe 100 zeigen, habe ich hier schon drauf gemacht und ihr bekommt ab 2, 3, 4 und 500 jeweils nochmal einen anderen Anhänger, der sehr cool aussieht. Dann haben wir insgesamt 4 legendäre Skins und zwar Bangalore, Lifeline, Marvin bzw. Pathfinder. Ich glaube Marvin und Pathfinder, das dürfte ein und dieselbe Legende sein. Dann haben wir Wraith. Dann haben wir eine Angriff. Ich glaube, das ist hier der Ulti von Gibraltar. Dann haben wir das Apex-Logo. Wir haben eine Glühlampe, mit der ich zum Beispiel nichts anfangen kann. Das könnte aber auch das Glühbirnensymbol von Pathfinder sein, was manchmal so aufleuchtet in seinem Monitor. Wir haben Apex-Pack. Dann haben wir den Arcstar. Wir haben die Heildrohne von Lifeline. Ein Datenmesser. Mit dem kann ich zum Beispiel jetzt gar nichts anfangen. Keine Ahnung, ob das vielleicht... Ich weiß es nicht. Ist wahrscheinlich wirklich gerade aktuell noch aus Titanfall. Genauso wie der explosiver Tick nennt sich dieser. Das sieht aus wie eine Granate, die man vielleicht wirft und die dann wegkrabbelt. Keine Ahnung, in irgendeine Richtung, die man der Granate vorgibt. Das ist zum Beispiel nur eine Vermutung von mir. Das weiß ich wirklich nicht hundertprozentig. Dann haben wir eine Gesundheitsspritze, wir haben das Gibraltar-Schild, genauso wie sein dazugehöriges Motorrad, wir haben den Hacker-Laptop von Krypto, den Interceptor-Mast von Watson, das Messer von, ich schätze zumindest, dass das Jagdmesser von Bloodhound ist,
eine Jagdtrophäe. Ich glaube, das war das Logo aus Season 1. Berichtigt mich gerne, wenn ich falsch liege. Weiß ich nämlich jetzt wirklich nicht genau. Wir haben den Grappling Hook von Pathfinder. Dann haben wir einen Defibrillator von Lifeline. Eine Löwenmaske. Ein Medikit. Dann haben wir einen Mirage Punching Ball, der sieht auch sehr, sehr witzig aus. Den Voidwalker Event Helm von Wraith. Das ist mein absoluter Favorit. Und apropos Favorit, schreibt es gerne in die Kommentare, welcher Waffencharm ist euer Favorit. Ich finde diesen Helm von allen am besten, ohne Mist. Dann haben wir hier noch eine Nichtswandler-Injektion. Ich glaube, das ist aus diesem Wraith-Experiment irgend so eine Injektion, Spritze, keine Ahnung. Dann haben wir die Steam-Injektion von Octane, den Pathfinder-Bildschirm, das Phoenix-Kit, sieht auch sehr, sehr cool aus. Eine Splittergranate, eine Stammesmaske, was auch immer das irgendwann mal mit Apex zu tun haben soll. Wir lassen uns einfach mal überraschen. Dann haben wir hier eine Deathbox. Eine Versorgungskiste, ein Versorgungsbehälter. What's in the box? Keine Ahnung. Irgend so eine Spielfigur. Dann haben wir noch die Wissenschaftstasse. Das ist von Caustic. Und das soll es eigentlich schon gewesen sein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Das ist alles, was ich eigentlich in dem gestrigen Video noch zeigen wollte. Schaut also gerne das Video von gestern noch, damit ihr alle Patch Notes kennt, falls ihr das vorher noch nicht gesehen habt. Schaut es bis zum Schluss. Es lohnt sich wirklich dran zu bleiben. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr in dem Easter Egg Video von der Firing Range heute Abend, von der Firing Range heute Abend noch einschaltet. Das Video habe ich noch nicht fertiggestellt. Ich hoffe, dass ich das alles vernünftig hinbekomme. Das war es jetzt von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Donnerstag. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.